Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Let's Play Gravity Rush. Ich bin es, euer MC Mafix, und wir rushen hier wieder wie eh und je durch die Lüfte. Ja, was ist beim letzten Mal geschehen? Wie wir ihn hier in der Schule und die gute Cat hat versucht hier, ja, das Schülerleben richtig zu genießen, so oder so ähnlich. Ein mysteriöser Navi kam und hat hier ein Mädchen einfach absorbiert, könnte man so sagen. Und sie wurde zu einem regelrechten Monster. Doch mysteriöserweise hat der Navi versucht, ihr zu helfen. Und das Mädchen hat das auch so empfunden. Ziemlich merkwürdig. Egal was die Navis sind, komplett böse scheinen sie doch noch nicht zu sein. Aber nun gut. Wir sind erstmal hier die Bedrohung losgeworden. Cat hat leider hier doch nicht den Mann ihrer Träume gefunden. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir den, glaube ich, finden. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt hier weiter. Wir müssen nur mal schauen, wo es hier weitergeht. So, fliegen wir noch ein bisschen nach oben. Und dann... Hilfe! Zack! Leider eine Landung, würde ich mal sagen. So, und du kommst jetzt mit. So, kann ich dich schmeißen? Schade, geht nicht. Wäre lustig, Mann. Okay, dann schauen wir uns doch mal um, wo hier denn die nächste Quest auf uns wartet. Herausforderung, Transportmittel. Da will ich hin. So, Story-Mission Nummer 8. Das ist unser Ziel. Ah, da sind wir eh gleich in der Nähe. So, komm. Oh-oh. Pass auf, fliegende Menschen. Aber keine Sorge, wir landen jetzt eh wieder. Und damit ist der Cat Express für heute wieder abgeschlossen. Juhu. So, oh, das ist doch unser Schöpfer der Welt. Unser Guter. Na, wenn das nicht Cat ist, was ist los? Du wirkst etwas bedrückt. Ja, ach, es ist nur... Nein, es ist nichts, es geht mir gut. Das stimmt doch, oder? Also gut, ich glaube, es ist an der Zeit, den nächsten Teil der Stadt zu retten. Ah, stimmt ja, es fehlen noch zwei Teile. Ganz genau. Wir können offensichtlich nicht auf Ravens Hilfe zählen, also bleibt es dir überlassen, den verschwundenen Bereich von Pledgenew zurückzuholen. Blöder Gravitationssturm, ich will meine Familie zurück. Warum hat er sie mir genommen? Warum sie? Macht Raven dir Angst? Was hat sie denn? Wer ist sie? Und warum hasst sie mich so sehr? Ich will doch nur helfen. Raven will das auch, auf ihre eigene Art. Und sie glaubt, ich stehe ihr dabei im Weg? Ja, einerseits stehst du Raven auf ihrer Mission im Weg, andererseits hilfst du den Leuten von Haxwell. Manchmal verstehe ich dich nicht. Du bist doch der Schöpfer der Welt, oder? Ja, aber es ist schon lange her. Ich bin nicht mehr so scharfsinnig, wie ich einst war. Na, du bist ja ein Schöpfer. Darum muss ich dir wohl die Arbeit abnehmen und alles zum Besseren wenden. Du fängst an, dein Schicksal anzunehmen. Episode 8. 101 Nacht. 101 Nights. Sieh nicht hin, bevor du springst. Du musst einfach gleiten. Gleiten? Wie meinst du das? Du siehst, das siehst du dann schon. Okay. Zwischen das Inferno. Das sieht ja ziemlich grotesk aus. Okay. Toll. Das ist wieder hier das, was wir schon gemacht haben. Okay. Gut. Und mit X springen. Okay, gut. Ja, dann. Woohoo! Und die Juwelen sammeln sich ja hier ein. Okay. Zack, die gute Cat versteht es, was mit gleich gemeint ist. Oh nein, ist das ein cooler Abschnitt. Uah! Abpassen. Wood, wood. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich oben oder unten bin, Mann. Wenn ich jetzt einfach stehen bleibe und versuche hier ein paar Juwelen zu sammeln, an denen ich vorbeigesprungen bin. Okay. Dann habe ich das Gefühl, dass ich einfach irgendwo im Abgrund lande. Okay, so da, da, dann los geht's. Wie cool ist denn der Abschnitt gerade gewesen? So. Oh, mein Jumpkick. Nein, 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 nein. Okay, warte mal.
Und jetzt. Nein! Cat, wo fliegst du denn hin? Ich will nicht ins Inferno. Heiß, 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 heiß. Ja, da will ich auch nicht hin. So! Der übelste Arschtritt aller Zeiten, Mann. So. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Kommt, 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 kommt. Verdammt. So, Nummer 1. Und jetzt komm. Komm, Kick. Ah, schöner Kick. Und gleich nochmal. Bam. Okay. Hammer, die Nevis. Miese kleine Viecher seid ihr, aber kein Problem für uns. Okay, dort ist die nächste Blume. Blume, 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 Blume. So, hier wären auch überall Kristalle gewesen. So, dann fliegen wir mal, oder? Woo, Leute, Mann, sieht das cool aus. An den Abschnitt kann ich mich ja sowas von gar nicht erinnern. Das sieht so cool aus. Okay, kurze Landung. Hier in so einer Art Lava... Welt befinden wir uns. Der Maxi fliegt hier schon wieder schön gegen die Sachen. Landen wir mal kurz hier. Jetzt haben wir uns noch den Heilkristall. Und weiter geht's. Es sieht ja so schön hier einfach aus, Mann. Ach, Leute, Mann. Gravity Rush, Mann. Ich würde es als das schönste Spiel überhaupt bezeichnen. Und das ist mal wieder so eine Sache, Mann. Hexville an sich sieht schon echt schön aus, aber das ist mal so wieder einer der eigenständigeren Abschnitte, Mann. Und der sieht einfach so atemberaubend cool hier aus. So, und Juwelen gibt's hier, Mann. Im Überschuss. So, machen wir mal hier mal kurze Landung. Okay. Auch wenn ich langsam den Überblick verliere, aber das ist schon okay. Geben wir mal ein bisschen Gas hier, oder? So, ja, yeah, hier geht's gut durch. Oh, Leute, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Feindposten hier. So. Miese Blume. Und ich mag keine miese Blumen. Okay. So, wo seid ihr, meine? Ja, was bist denn du, Mann? Okay. Und bam! Bam! Zack! Jumpkick, Mann! Watch out! Man muss nur mal schauen, dass man nicht eher auf die Geschosse springt, die mal raushauen hier. Okay. Dort hinten ist die nächste Blume. Blume, 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 Blume. Und jo, cruisen wir doch einfach hier direkt weiter, Mann. Wir könnten, ich würde sagen, wir warten noch bis wir upgraden hier. Wir müssen ja eigentlich im Endeffekt nur unsere Jump-Attacke upgraden. Oh, okay. Hier müsste ich gleiten, okay. Oh, geil, Mann. Ich meine, man könnte es jetzt auch alles mit dem Schweben machen, aber das wäre halt halb so cool, Mann. Oh, Leute, Mann. Ist das geil. Ich wollte sagen, wir warten mit unseren Fähigkeiten noch, weil im Endeffekt brauchen wir Ino. Und alle, hopp. Bin ein bisschen früh gejumpt, aber Glück gehabt. Ich will im Endeffekt Ino meine Schwebekräfte upgraden, dass ich halt länger schweben kann. So, okay. Wie cool das einfach aussieht, Mann. Okay, erst auf die Kleinen. Und dann auf den großen Pimp. Schauen wir uns mal kurz die Situation an. Okay. Ein großer und noch eine von diesen Websen-Dingern hier, die jetzt einfach verschwindet. Ja, da ist sie. Die ist zu hoch geflogen, dann ist sie einfach verschwunden. Okay. Hallo? So. Okay, der Gigant aus dem All hier. Servus, mein Freund. Okay, mal abgesehen davon, dass du einen ganz schönen pickligen Rücken hast, bist du jetzt nicht allzu schwer zu besiegen. So. Boah, war jetzt nicht so schlimm, Mann. Ist down? Schon. Okay, Nevi besiegt. Und dann würde ich sagen, oh, ein 1200 Kristalle, Mann. So, weiter geht's. Woohoo! Ach, Leute, Mann. Es kommt ja ein Gravity Rush 2 raus, Mann. Und ich hoffe, da gibt es dann ebenso schöne Level wie hier. So, da. Was haben wir?
Ich spüre, wie die Kraft mich durchdringt. Eine neue Kraft, oder? Was haben wir jetzt Schönes freigeschaltet? Spezialangriff Gravitationswirbel. Der Gravitationswirbel setzt Energie frei. Das rote Signal in der Mitte der Gravitationswirbel lädt sich auf. Wenn Tim voll ist, halte linkes Signal hoch und gedrückt und drücke Kreis. Ja. Dreieck übrigens, nicht Kreis. Ja, da gefällt mir meine andere Special-Attacke besser. Woohoo! Eigentlich gefällt mir das am besten, Mann. Okay. Oh, da war ja ein Gegner, Mann. Komm, hau ihn weg. Erstmal auf dem Boden, ich muss mich hier mal kurz mal ein bisschen umschauen. Bevor mich hier die Gegner malträtieren. So, okay, da oben ist noch so einer von denen. So. Okay, sehr schön. Nummer 1. Und? Komm, dreh dich um. Genau. Hä, wo bist du? Webs hier. Bam. Okay. Sehr schön. Nevi alle besiegt. Dann. Oh, ich habe noch wenig Energie, Mann. Ich werde jetzt in die Lava fallen. Nein. Fall einfach nach oben. Okay. Okay, ich fall nach unten. Oh, oh Leute, Mann. Ich muss unbedingt mir das Upgrade kaufen, dass ich meine Energie schneller auflege. Mann, das war gerade eine knappe Sache. Okay. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ich bin hier schon richtig. Okay, hier kann man wieder cruisen. Juhu. Oh, das war schlecht, Mann, aber egal. So. Okay, das hier versch... What? Wo bin ich denn jetzt gelandet, Mann? So. Okay. Immer mit der Ruhe, Maxi. Okay. Davon ist der verschwundene Stadtteil. Das heißt, kurz Energie aufladen. Komm. Und jetzt. Nitro wieder an. Und. Leute, Mann. Sebastian Vettel auf der Überholspur, Mann. Und da sieht er vorbei am blöden Rossberg. Genau. So. Okay, dort hinter. Schaffen wir. Schaffen wir, das ist die Frage. Ah, nee. Das ist ja schon der verschwundene Teil. Super. Ich habe es dir schon gesagt. Du wirst mit deinen Plänen nicht durchkommen. Womit soll ich denn durchkommen? Ich versuche doch nur, die Stadt zurückzubringen. Ich will den Leuten helfen. Ich hätte wissen müssen, dass du zu Bosleys Handlangern gehörst. Es sieht ihm ähnlich, andere die Drecksarbeit machen zu lassen. Ich kenne diesen Bosley nicht mal. Ich tue das hier für die Leute. Wie auch immer, ich werde dich wohl erledigen müssen. Ich bin nicht bereit, das zuzulassen. Okay, Raven, BAM! Oh, das war schon mal nicht gut, Mann. Das war schon mal ganz sogar nicht gut. Wo ist sie denn? Alter! Sie ist zu stark, Mann. Wenn ich mit meinem coolen Kick schon nicht ankomme, Mann, was soll ich denn da machen? Ja, geil, jetzt können sie noch Energiebälle schmeißen. Brauch mal, ich muss mich mal kurz verstecken vor ihr, okay. Ich suche eigentlich gerade grüne Kristalle, wenn es erlaubt ist. Cruisen wir mal ein bisschen hier vor ihr weg, Mann. Ich habe Angst vor ihr, Mann. Abgesehen davon, sondern dass sie stark ist, Mann, ist sie um einige stärker als wir. Also sie hat ebenfalls diese Gravitationskräfte, ist aber mit um einige stärker als wir. Sehr cool. Okay, wo ist sie, Mann? Sag, jetzt bist du am Boden, Raven, hier, gell? Okay, komm, wo ist sie?
wie sie mal abhaupt, Mann, vor unseren coolen Kicks, Mann. Okay. Hey, da steht kein Baum mehr, wo wir hier hinschlagen, aber wir müssen sie halt mal treffen. Okay. So! Okay. Gut, wo ist sie, Mann? Wer ist dieser Bossy, Mann? Ich kenne keinen Bossy, Mann! Zack, 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 zack! Oh, Leute, Mann, habt ihr das gesehen, Mann? Und das war's, Raven! Oder auch nicht? Haut sie nochmal ab? Hey, wer doch immer bist, Mann! Und ich fand's eigentlich ziemlich cool, dass von mir, dass du den Gegner besiegt hast. Aber nun werde ich hier die Stadt zurückholen, egal ob du das willst oder nicht! Plasavi Shudu Ans la plebi Dules Jose du Jutroa. Levin Jushuvi Plasudu Kilul Shiple. Luftbootlinien. Die Luftboote fahren wieder. Du kannst also die Linien zu einer anderen Stadt nehmen, wenn du bei einer Anlegestelle an Bord gehst. Okay, was auch immer hier Raven für Gründe hat, Mann. Ich weiß ja nicht, wieso sie dann gegen uns kämpfen muss. Kann sie dann nicht mit uns kämpfen? Wäre doch eigentlich mal gar keine so blöde Idee. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war doch eigentlich ein sehr richtig erfolgreicher Tag. Wir haben heute den zweiten Stadtteil zurückbekommen. Wir haben gegen Raven gekämpft und gar nicht mal so schlecht gekämpft. Nun würde ich sagen, machen wir aber erstmal einen kleinen Cut. Und ich will immer noch eigentlich herausfinden, was dieser merkwürdige rote Punkt ist. Aber das machen wir irgendwann anders. Denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Gravity Rush. Bis zum nächsten Mal. Ciao.